Moin und herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Off the Valley is the Old Farm. Und mit dabei ist der Moritz und der Stefan. Hallo. Servus. Jo, wir machen weiter. Der Moritz ist jetzt dazu gekommen. Er wird uns jetzt auch noch ein bisschen tatkräftig unterstützen. Und ja, weiter geht's. Ich tue derweil Sojabohnen weiter ansehen. Stefan holt jetzt die Gülle vom Dorf ab. Da ist, glaube ich, auch recht voll sogar. Und übervoll. Ja, übervoll. Und ja, Moritz pflügt eben das restliche Feld hier noch auf Feld 59. Ja. Und danach kann er dann ja das Feld 2 ernten mit Dinkel oder so. Der Helfer kann ja da drüben auf Feld 71 weitermachen. Das ist ja nicht so jetzt das Problem. Der macht das ja ordentlich. Das ist ja kein Thema. Ja. Die Gülle können wir ja dann eigentlich, wenn die im Lager ist, könnten wir die ja auch aufs Feld hauen. Wenn man die Gülle vors hat. Ja, das können wir uns ja holen. Das ist ja jetzt nicht so das Thema. Ich denke mal, wie viel kostet das olle Gülle fast? 8.000, 9.000, 10.000? So viel dürfte das nicht kosten. Wir brauchen ja nicht das Größte vom Größten. Wir haben ja eh nicht die Traktoren dafür. 12.000 kostet das VE. 8.000 Liter, das würde ja erstmal reichen. Würde ich auch sagen, 8.000 Liter. Ja, dann können wir die restliche, die Gülle dann auf Felder hauen, auf Feld 2 oder so. Das Geld für das Güllefass kann ich ja wieder reinarbeiten durch den Forst. Habe ja jetzt eine gute Taktik gefunden. Weißt du, was mir einmal in der Nacht eingefallen ist? Wir könnten ja so extra mal so eine Seilwinde, Motorsäge und Forstkram. Und dass wir halt mal eine Folge oder zwei Folgen nur einmal Forst machen. Können wir auch machen. Zum Beispiel einer sägt um und dann tastet der andere, zieht gleich raus und draußen ladet einer auf und verkauft es. Aufladen braucht noch nicht mal. Das reicht schon, wenn einer Bäume fällt, entastet. Und ich hänge die mir dann an die Seilwinde und ziehe die mitsamt Seilwinde durch den Verkauf. Das ist eigentlich ganz gut jetzt, ja. Da unten. Eigentlich Chris, ich bin fertig. Ja, du kannst dann Feld 2 ernten. Das Feld halt mit Dinkel oder was auch immer da drauf ist. Ja. Das wäre jetzt so meine Idee. Weil ich brauche eigentlich nur einen Manneken, der mir die Bäume umkloppt oder je nachdem, mir auch egal, da kann ich kau auch die Bäume und entast die. Wir können die ja so in ganzen Stücken verkaufen. Seilwinde ja, dran, zack. Da. Und fertig. Chris, ich habe einen Vorschlag. Ja. Und im Video eine Stellenausschreibung schreiben. Ach, als Forstarbeiter oder wie? Allgemein. Ach, als Fachkraft für Landwirtschaft sozusagen, als Ausbildungsstelle für... Irgendwie so Kreatives. Könnte man sich überlegen. Wir suchen Auszubildenden für Hof in, ja, so Old Farm, keine Ahnung. In Deutschland, keine Ahnung, was das für ein Land darstellen soll hier. Deutschland, denke ich mal. Ja, wo muss ich die Bewerbung hinschreiben? Du brauchst keine Bewerbung schreiben, du bist ja schon dabei. Es geht jetzt an die neuen Leute sozusagen. So.
Aber ne, Dieselproduktion hatten wir nicht. Doch, hatten wir. Was das? Ich bin gerade noch am Überlegen, Stefan, was wir sonst noch so als Ziel nehmen können. BGA. Ja. Müssen wir warten. Ja, oder gucken. Obwohl, wir könnten uns ja irgendwie ein Feld da in der Nähe kaufen, pachten, sonst was. Biogas, Feld 2 ist da in der Nähe, cool. Feld 2 und Feld 6 ist noch in der Nähe. Stefan, was machst denn du jetzt? Ja, ich suche einen Gülletrigger, wo ich die Gülle holen kann. Die sind ja weit über die Map verstreut. Ich glaube, am Sägewerk war einer. Das schon, aber ich will erst mal da in der Stadt holen. Siehst du das nicht über das Farming-Tablet, wenn du auf Güllekeller, Familie, sonst was geht? Da wird dir das doch irgendwie auf der Karte angezeigt, so halb. Die Punkte zumindest. Boah, der John Deere schaut auch aus mit der Sägemaschine. Dreckig bis oben hin. Junge, die. Ich glaube, ich stelle noch... Kalkgrube Familie Müller. Die ist da ganz unten. Ich glaube, ich stelle noch jemanden... Da zeigt es dir eh alle an. Sägewerk Familie Austerlitz, Gaststätte Grunwald, Familie Neumann. Moritz, ich muss auch erstmal schauen, wo ich bin, weil ich am anderen Ende der Stadt bin. So. Ich stelle, glaube ich, jemanden als Werkstattmechaniker ein, der kann dann unsere Maschinen sauber machen. Okay. Als Anfangsarbeiten. Bin ja, dafür. Genau. War das bei dir eigentlich heute auch so schön warm, Stefan? Oder nur bei uns? Keine Ahnung. Ich war einen halben Tag bei der Hofolympiade. Oh. Da musst du auch viel Zeit reinstecken. Das stimmt. Vor allem wenn dann bloß dieselben drauf sind und naja, wisst ihr ja wie es ist. Ja, überall gleich. So, du bist am Gruppern, bla bla. Mehr am Flügen, so. Bin gerade noch am Überlegen. Ich mach gleich am besten zwei Sojafelder. Ich mach die 71 auch gleich noch mit Soja. Oder so. Jetzt hört doch diese Maschine ein. Was die Modder eigentlich noch verbessern könnten, wäre der Trigger von den Glückruben auf der Karte. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Das wäre eine Idee. Ah, einen habe ich schon gefunden. Wo ist der denn? Da hinten drinnen? Oh, das ist ja... Oh, das ist ja richtig Humbug. 1800.
Es wäre cool, wenn man die ein bisschen sichtbar hätte. Das stimmt. Das ist schon irgendwie... Ja. Ja, machen wir mal weiter. Du bist hier. Heute am Vormittag hätte ich geschaut, wie ich bei den kleinen Mähdrescher da in da der 2.8er Dominator, der Omega, wollte ich heute schauen, wie, ob ich das zusammenbringe, dass ich den von 23 km/h auf 45 oder 40 rauf mache. Ist leider nichts geworden. Boah, da muss man sich auskennen. Weil 22 km/h auf so einer Karte ist schon halt ein bisschen langsam. Ich habe gerade ein anderes Problem. Was für eins? Wir haben aber keine Fahrzeuge gemietet. Warum haben wir jetzt nur noch 24.000? Wir hatten doch gerade eben noch 43.000, sonst was. Keine Ahnung. Mietkosten 11.000, minus 500 Baukosten, neue Fahrzeuge minus 12, 38 sind reingekommen, Kraftstoff minus 700, bla bla, sonstiges minus 16.000. Oder hängt das mit dem Kredit irgendwie zusammen? Keine Ahnung, ich glaube schon. Das wäre auch ein Ziel. Dass wir da mal Kredit abarbeiten. Es sind nur 10.000, die kann ich so zurückzahlen. Okay. Kreditzinsen, ist aber nichts abgezogen worden. Das ist ja das. Lohnzahlung minus 2.000, ja, aber das ist ja jetzt nicht gleich große Beträge irgendwie. Gute Arbeit kosten halt so viel. Naja. Ja. Oder haben wir irgendwas gekauft gerade? Irgendjemand? Ich nicht. Ich auch nicht. Na, ist auch alles beim Alten. Ist ja komisch. Oh, das ist irgendwie so doof mit dem Zäunen hier, dass die weg sind. An manchen Stellen finde ich das echt irgendwie langweilig. Dass jetzt bei manchen Wiesen die Zäune einfach weg sind. Keine Ahnung, schaut so kahl aus. Kann man den hier irgendwo einblenden wieder? Nö. Jo. Bist du schon angekommen oder am Feld? Ne. Gerade erst mal Hälfte. Du hast ja noch ein ganzes Stück. Bist du jetzt gerade in der Höhe vom Sägewerk ungefähr? Ja. So schön, wenn der MB-Truck das Qualm anfängt, wenn der Berg auffährt. Auf jeden Fall. Ist halt alte Fahrzeuge so ein bisschen was Nostalgisches. Scheiß auf Dieselfahrverbot. Ja, pfff. Das hat er so drauf geschissen. Da wird sich so nichts ändern. Die Schlepper haben alle noch Diesel und
Züge und Schiffe und ach, allen Pups. Und das sind ja nicht nur wir, wo diesen Diesel haben. Ich denke mal, geh mal nach Amerika, die großen LKWs, dann weißt du, was die raushauen. Naja, an die großen trauer die sich nicht hin, da holen sie es, da gehen sie lieber zu den Atlanten. Ja, da gehen sie. Ich bin ja auf Facebook angemeldet, also online, und da habe ich jetzt ein Foto gesehen, 21,4 Millionen Autos sind gleich ein Kreuzfahrtschiff. Habe ich mir auch gedacht, zwei Kreuzschiffe weniger auf der Welt und es wäre alles normal. Tja. Ich habe dir ja ein Bild geschickt, ne Moritz? Ja. Einerseits schön und gut mit Schifffahrt, irgendwie müssen ja die Dinger hin und her getransportiert werden, die Waren. Das ist genauso mit dem Flugzeug. Aber ja. Bei manchen Sachen könnte man es ändern, aber gut. Naja. Ich sag einmal, das ist ein Loch, Medienloch, beziehungsweise jo. Ein Loch in der Politik. Stroh, Ballen oder Häckseln? Ballen. Alles, was Geld gibt, wird verkauft. Okay. Ja, aber ich würde sagen, wir sind schon wieder fertig mit dieser Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Kommi da. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Tschüss. Tschüss. Haut rein, ciao.